Hallo und herzlich willkommen zu Jessie kocht, denn Jessie wird heute kochen, beziehungsweise eher backen, aber ich meine, man kann ja nicht alles im Titel bedienen an Wörtern. Ja, das hier sind die Zutaten und zwar möchte ich Low Carb Schokomuffins machen und die bestehen aus folgenden Sachen. Das hier sind 100 Gramm geschmolzene Schokolade und zwar mit 85% Kakaoanteil. Und das habe ich jetzt praktisch schon geschmolzen. Dann gehen wir weiter zu 3 Eiern, Butter, davon brauchen wir 100 Gramm, 5 Gramm Kakao und nach Belieben ein bisschen Zucker, steht jetzt nicht im Rezept, aber ich bin mal so frei. Und sollte mir das nicht fest genug sein, habe ich da noch ein paar Mandeln stehen und natürlich Muffinförmchen, sehr, sehr schöne sogar, ich zeig dir die mal. Voila, die machen was her, ne? Und eine Waage. Ja, und das wird jetzt erstmal ein bisschen zusammengemischt. Also die Schokolade ist noch heiß. Ich versuche daher die Butter zum Schmelzen zu überreden in der Schokolade. Und ich werde dich jetzt ganz unkonventionell an meine Seite stellen, weil ich mein Stativ nicht finde. Sorry dafür, ich hoffe, das geht trotzdem. Ja, das mache ich mal eben und dann sehen wir uns gleich. Okidoki, legen wir mal los, wie versprochen, mit der Schokolade, die noch flüssig ist. Ich rück die mal ein bisschen ins Bild. Und da kommen 100 Gramm Butter zu. So viel erstmal. Ich kann immer so schlecht schätzen. Ich hoffe, das passt so. Lot. 24 Gramm. Mensch, da habe ich doch gar nicht schlecht geschätzt. Das war ein Viertel der Menge, die insgesamt rein ist. So, mach ich mal. Jetzt bin ich mal großzügiger. Komm schon, Kumpel. Lass los. So. Ja, das sollen jetzt 90 Gramm sein. Da glaube ich nicht dran. Ich, belasse es mal dabei. Also ich glaube, das ist doch ein bisschen mehr. Vielleicht ist die Waage nicht so ganz richtig eingestellt. Aha. Ja, okay. Jedenfalls werde ich das jetzt mal vermengen und hoffe, dass ich die Butter noch dazu bringen kann zu schmelzen. Zu schmelzen, wie sagt man? Und ja, parallel quatsche ich einfach ein bisschen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ich mache ja gerade Low Carb und das hier ist praktisch eine Wegzehrung für Schottland, wo ich morgen mit meiner Mama hinfahre. Und so sieht das übrigens aus. Ich glaube, jeder Laie kann erkennen, dass ich mich verschätzt habe und dass praktisch doch nochmal die Butter extra geschmolzen werden muss. Aber ich bin einfach mal stur und gucke, ob das nicht noch von alleine passiert. Ja, also das hier ist garantiert nicht für eine normale Diät tauglich. Aber für Low Carb High Fat ist es perfekt. Das hat insgesamt auch die ganze Masse dann 18 Gramm Kohlenhydrate. Und das ist für einen Muffin einfach sehr, sehr gut. Ja, ich habe gerade so ein bisschen Kommentare gelesen und ich finde es einfach so heftig, wie nett ihr reagiert. Also Lucia M, glaube ich, hat mir geschrieben und eine S.Blog, glaube ich. Und das ist einfach so, 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 so schön, das zu hören, dass man immer noch willkommen ist, obwohl man so lange undankbar war und gar keine Videos gemacht hat. Ich will mich da auch gar nicht für entschuldigen. Ich glaube, es ist eigentlich verständlich, dass das nur ein Hobby ist. Und ja, bei Hobbys, das sind halt immer die ersten Sachen, die dann hinten anstehen, wenn man ein bisschen mehr um die Ohren hat. Und wer war denn das noch? Ich habe noch einen sehr, sehr netten Kommentar bekommen. Das Tonnenteufelchen, genau. Auch sehr, sehr süßer Name, muss ich sagen. Und die Mohnblume hatte ich ja, glaube ich, in meinem Blog jetzt auch schon erwähnt. Ich drehe parallel einen Blog. Und ja, okay, das stellt mich zufrieden. Ich will mal kurz sagen, sieht das nicht geil aus? Ich weiß nicht, kannst du das so erkennen? Okay, es sieht auf jeden Fall so aus, als würde man sich das jetzt gerne irgendwie so zu Gemüte führen. Aber davon halte ich nichts. Jetzt nehme ich ein bisschen Zucker. Das ist keine Werbung für Zucker übrigens. Also ich bin immer noch dabei, mich damit anzufreunden. Und ja, aber ich komme ganz gut klar. Mittlerweile wird mir immerhin nicht mehr schlecht. Am Anfang ist mir davon ein bisschen schlecht geworden. Ich glaube aber, dass das einfach so körperlicher Natur war, weil mein Körper dachte, er kriegt jetzt ordentlich Zucker und hat stattdessen halt so einen Ersatz bekommen. Fand er nicht so geil. Ja, da gebe ich jetzt einfach nach Lust und Laune was zu, weil es im Rezept jetzt nicht steht. Dann sollen da jetzt 5 Gramm Kakao rein. Ich bin gespannt. So, Waage, bitte sei verlässlich. 5 Gramm, da darfst du jetzt keine Fehler machen. 0 Gramm. Oh, supi. Verpackung muss übrigens nicht rein. Das kann man wahlweise auch rauslassen. Musst du mir jetzt nicht unbedingt nachmachen. Ha! Was? Das sind 6 Gramm? Krass. Ich nehme jetzt übrigens Kakao mal als Trockenshampoo. Das ist mega geil. Ich wusste vorher nicht, dass das geht. Und ja, ich bin damit total zufrieden.
Am Anfang fand ich den Geruch ein bisschen heftig so, aber man gewöhnt sich dran und das ist irgendwie echt so ein ganz geiles Gefühl. Dann, so sieht das mittlerweile aus. Genauso wie vorher, Kakao sieht man überhaupt nicht. So, und oh mein Gott, das riecht so geil, ey, ich flippe aus. Ja, und jetzt kommen die drei Eier rein. Voila, uno. In dieser Schüssel ist es einfach so mega schwer, Sachen aufzuschlagen, weil es spritzt man in alle Richtungen. Oder funktioniert gar nicht. Und los. Komm schon. So, drei Eier. Rühren, rühren. Also ehrlich gesagt kommt mir das jetzt ein bisschen flüssig vor, ne? Weiß ich nicht, ob das so muss. Kannst du dir mal zeigen? Du siehst, das ist eine ganz schöne Suppe. Und sieht garantiert auch nicht ästhetisch aus. Okay, ich hole mal kurz ein bisschen. Und zeig's dir gleich nochmal. Nee, das wird niemals ein Kuchen. Also ich habe die schon mal gemacht. Aber da habe ich das mit dem Kakao ein bisschen anders verstanden. Ich wusste nur, dass Kakao drin sein muss und habe irgendwie so eine halbe Packung reingetan oder so. 100 Gramm Schokolade, yes. 100 Gramm Butter, yes. 3 Eier, yes. 5 Gramm Vanillepulver, yes. 5 Gramm Kakao. Ja, Vanillepulver habe ich nicht, deshalb habe ich einfach yes gesagt, aber no gemeint. Ja, ich mache mal ein bisschen Kakao dazu. Wisst ihr was? Was soll der Geiz? Ich mache einfach alles an Kakao dazu, was ich noch besitze. Ich habe dann zwar kein Trockenshampoo, aber hey. Okay, das war's. Wenn es jetzt nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Also ich erwarte so ein bisschen eine teigige Masse, um ganz ehrlich zu sein. Es wäre schon cool, wenn es sowas ergäbe. Ja, und das sieht schon gar nicht mehr so dramatisch aus. Siehst du was? Bin ich sicher? Ja. Also ganz am Anfang hat es mir am besten gefallen, ehrlich gesagt. Aber das hätte man garantiert nicht backen können. Es wäre nichts geworden. Da wäre es wahrscheinlich eine geile Schokolade geworden. Aber wir wollen ja Muffins haben. Habt ihr übrigens auch so ein Gerät? Ich weiß, man erkennt es jetzt kaum noch, weil es einfach voller Schokolade und so ist. Also so ein, ich wüsste nicht mal, wie es auf Deutsch heißt. Teigschaber nennt man das, ne? Sie nennen es immer Spatula, weil ich mal ganz viele Videos geguckt habe von Laura Vitelli. Und die benutzt das halt sehr, sehr häufig. Und ich mache alles damit. Ich rühre damit Teig an, ich wende damit in der Pfanne, was garantiert nicht so gesund ist. Aber ich liebe dieses Ding. Ich könnte davon 20 haben. Das ist, ich könnte mir damit auch morgens ein Brot schmieren, hätte ich gar kein Problem mit. Ich würde sagen, offiziell, der Teig ist fertig. Und ich hülle das jetzt mein Muffinförmchen um, aber vorher mache ich hier ein bisschen Ordnung. Bis gleich! So, ich verteile hier gerade munter meine Muffinförmchen. Und ich weiß jetzt schon, dass die alle richtig unförmig sein werden, weil die wieder auseinanderlaufen. Das kenne ich nämlich schon. Mister. Egal, ich mache einfach mal weiter und tue so, als wäre nichts gewesen. So sieht jetzt übrigens der Teig aus. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Ich sage dir, ich freue mich einfach so heftig auf Schottland. Ich bin ganz aufgeregt. Vor allem, weil wir durch England fahren. Ich wollte schon immer mal nach England. Unser Hotel ist, glaube ich, auch ganz cool. Wir sind nämlich umgebucht worden. Das ist das passiert, was ich mir schon immer mal gewünscht habe. Nämlich mit einer Fluggesellschaft oder einem Reiseanbieter zu fahren, der überbucht hat. Denn dann bekommt man halt was gratis, wenn man flexibel ist. Und ich bin sehr flexibel. Und so ist es auch jetzt gekommen. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen cooleres Hotel erwischt und kriegen ja, Frühstück gratis auf dem Schiff, was mich auch sehr freut. Mal kurz hier diesen machen. Oh. Oh, scheiße. Oh Mann, jetzt bin ich echt voller Schokolade. Ja, es ist wie Kochen mit einer 5-Jährigen. Bin nicht viel älter geworden. Ich bin auch nicht so die Bäckerin, das muss ich vielleicht fairerweise dazu sagen. Also wenn du dir denkst, ja, ja, ist eine feuerfeste Sache. Jessie hat es gezeigt. Ja, vielleicht, weil es dann trottelsicher ist, aber es ist... Ich bin nicht die beste Bäckerin, aber es ist irgendwie keiner von uns. Also Mama kann auch nicht so gut backen. Also ich glaube, beim Backen braucht man ein gutes Regelbewusstsein und ein bisschen Erfahrung. So, man kann sich tatsächlich gar nicht vorstellen, dass das hier ansatzweise Low Carb sein soll, ne? Aber ist es. Ich habe mehrfach in das Rezept geguckt. Es nennt sich übrigens schwedischer Schokoladenkuchen und zwar Kladdkak oder so. Ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist auf jeden Fall im Original nicht viel schöner. Warte mal. Er heißt Glattkaka. Da hat man auch richtig Lust. Ja, egal, ich hoffe, er schmeckt besser, als er klingt. Da haben sie jetzt tatsächlich nicht den ästhetischsten Namen gewählt für so ein Gericht.
Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind hier ziemlich durch. Schluss mit den Glattgacker-Muffins. Ich verteile das jetzt hier noch ein bisschen. Vielleicht auch hiermit. Und die Teile kommen jetzt für, und jetzt wird es abgefahren, 6 Minuten in den Ofen. Da glaube ich auch noch nicht dran. Aber ich probiere das einfach mal und gucke dann, wie sie aussehen. Und ja, ich hole dich ja gleich wieder dazu, würde ich sagen, wenn ich sie rausgeholt habe. Bis gleich! Wow, das ist das fertige Ergebnis. Ich bin total begeistert. Ich finde, die sehen ziemlich geil aus. Ich habe mir eben schon bitterlich die Hände verbrüht. Deshalb werde ich diesmal vorsichtig sein. Geil, oder? Ich weiß, ich finde, die sehen mega gut aus. Ich bin auf jeden Fall total begeistert, dass das geklappt hat. Und sind wir mal ehrlich, ich habe mich ziemlich dumm angestellt teilweise. Also ich war zumindest voller Schokolade. Und ja, geil, dass das was geworden ist. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und du machst es vielleicht mal nach. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung. Du könntest das alles essen und hättest 18 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Ob das stimmt, ist fraglich. Ich glaube, es wären eher so... Also ich glaube, die Schokolade hat schon 24 Gramm und das Kakaopulver auch noch mal ein bisschen. Also vielleicht so nicht die ganze Ladung, aber du kannst die halbe Ladung essen und wärst sogar noch so Low Carb High Fat konform, wenn du das zufälligerweise machst. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!